Ja, heute ist der 29. Oktober, ist kurz vor 5 Uhr. Wir sitzen hier alle, um eine Abschiebung zu verhindern und das wird uns hoffentlich auch gelingen. Im ganz Speziellen bin ich aufgrund diesem Fall auch hier, weil es um Italien geht mit auch den 3 Abschiebungen nach Italien. In Italien sind Umstände, die ein menschenunwürdiges Leben hervorrufen. Wahrscheinlich würde er auf der Straße landen. Er selbst steht unter Panik, wenn er nur an Italien denkt, wie die meisten Flüchtlinge, die Italien durchgemacht haben. Und ich glaube, da gehört kaum mehr Begründung dazu, wenn man sich das vor Augen führt, dass es dann, man heute Nacht hier sitzen muss. Zum einen geht es natürlich um das persönliche Schicksal und zum anderen möchten wir damit natürlich auch ein deutliches Zeichen an die Politik setzen. Also, erstmal erkläre ich kurz, warum wir überhaupt hier sind. Wir kommen von der Polizeiinspektion hier, werden so im Schnitt einmal die Woche durch die Lande geschickt und wir sollen ausländische Mitbürger über das Dublin-3-Verfahren in das Ersteinreiseland dann wieder zurückführen auf Beamtendeutsch. Und das, indem wir jemanden abholen, wenn er dann mit möchte, weil das angekündigt ist und er dann überhaupt zugegen ist. Und dann fahren wir den zum Flughafen, dann setzt er sich ins Flugzeug und fliegt ins Erstausreiseland oder Ersteinreiseland, egal wo das ist. Jo. Ja. Dann? Ich glaube nicht, dass ihr ihm damit wirklich helft. Ganz ehrlich jetzt. Mhm. Also ganz, das habe ich von den 4 Leuten vorhin schon erklärt. Der übernächste Schritt wird mir sein, dass gegen Herrn ein Abschiebehaftbefehl rauskommt. Das heißt, er wird irgendwann über die Straße gehen, er wird zufällig von der Polizei angehalten werden oder von wem auch immer. Und dann wird er rauskommen, der Mann ist festzunehmen und sofort einen Abschiebehaft zu nehmen. Das heißt, so wie er dann da steht, mit dem, was er anhat, geht er ab in die Abschiebehaft. Das ist für ihn mit Sicherheit unangenehmer als das jetzt hier. Habt ihr hier, ist jemand, der das Hausrecht hat? Nö, ne? So, dann habt ihr irgendwie einen Hausfriedensbruch für Quatsch? Nicht reden ist auch eine Willensäußerung. Dann besprechen wir es mal kurz. Hm. Nützt ja nichts. Die Beamten haben uns gerade eben vorgeworfen, Hausfriedensbruch zu begehen, weil wir jetzt eben vor diesem Haus stehen. Das ist eine Taktik, die auch öfter angewandt wird zur Einschüchterung, hat aber insofern nicht besonders viel Kraft, da die betroffene Person uns ja selber anzeigen müsste, dass wir Hausfriedensbruch begehen. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Dann ist das Wichtigste eigentlich, keine ausschweifende Diskussion mit der Polizei zu führen, sich darauf nicht einzulassen, weil halt einfach Abschreckungsmanöver versucht werden, indem halt einem erklärt wird, was das für Konsequenzen haben wird, dass man dadurch die Sache nur verzögert und schlimmer macht, weil die Person in Abschiebehaft kommen könnte, etc. pp. Genau, da gilt es einfach ruhig zu bleiben und möglichst wenig zu antworten. Und sehr wichtig ist halt, dass man über den Zeitraum hinaus die Blockade aufrechterhält, da ein großer Puffer zwischen der angekündigten Uhrzeit und dem wirklichen Abflug, der Abflugzeit besteht. Und ja, es wäre unschön, wenn man so eine Art von Blockade, so eine Blockade stattfindet und dann ein paar Stunden später alle nach Hause gegangen sind und die Behörden dann nochmal wiederkommen. Deswegen ist es wichtig, dass man das mit einrechnet. The reason that I'm here today for is like to support refugees and to support also like blockades and like political activities in Germany and Niedersachsen. So yeah, I'm here to support. Yeah. And also to give some hope for like people facing the same situation that I faced once. Yeah. Yeah, after the blockade I spent around 5 days. Then I went to Ausländerbehörde to
renew my Ausweis again. And they gave me Dulding also for 3 months. And after this period of 3 months, just a few days ago, I went back again to renew my Ausweis, and it was really good because like there was no deportation anymore, and I got like normal Ausweis again, not Ausweis with Abschiebung, with a Duldung. So yeah, now it's like I'm safe totally. Yeah, it's really working. Like for me, it was really good, and now I'm really like fine, and everything's like normal, like any other refugee here. And especially like the last 3 days when I renewed my Ausweis, it was like, oh my God, it's working, and it's working perfectly, and I was really very happy. Yeah. We can support at least. We will do our best always, and we will continue doing such things, of course. Soll ich kann der soll ich noch mal